Jo, moin Leute! Also schön, dass ihr schon mit dabei seid. Natürlich danke auch für deinen Follower, White Tiger. Ja, ich bin mal gespannt, wie ihr heute Platz 21 erreichen wollt oder Platz 20. Es dürfte dann unter Cheat fallen, oder? Ildanator, danke für deinen Follower. Ja, ich bin noch ein bisschen down, muss ich sagen, nach der Entscheidung des Schiedsrichters, was da abgegangen ist. Verzeihung, aber ihr habt es mit Sicherheit mitbekommen, ne? Also. Es glaubt eine keine Sau, was da abgegangen ist, wenn man das so erzählt. Ja, so, ich gehe schon mal bei mir rüber. So, gut. Der Erste, der rausfährt. Sonchai, schon auf der Strecke. Auf der Strecke, auf der Strecke. Ja, kannst auch vielleicht DNF fahren und dann kannst du auch was trinken. Hast du länger Pause. Ja, Somchai. Mal schauen, ob er es bestätigen kann nach der starken Pace im letzten Rennen, ne? Bin ich mal gespannt. Könnte aber in die Richtung gehen. Danke für deine Bits, Marci. So, haben wir noch irgendwen auf den anderen Reifen? Ja, Dima will sich eingrooven. Auf den Mediums und wahrscheinlich erstmal ein paar Runden drehen. Aber wir werden jetzt einfach mal gucken, weil Somcha ist ja schon durchaus Pole-Kandidat. Ildanator, spanische Flaggen im Chat. Übrigens, ich komme dir gleich rüber, okay? Schmeiße ich deinen Follower selbst wieder weg. Also, nee. Das ist, wenn man für Spanien war, dann muss man eigentlich konstatieren, das waren Elfmeter. Ja. Gut. Somchai jetzt der Erste auf der Strecke in seinem Racing Bull oder im Racing Bull. Und mal schauen, oh, das sieht schon sehr flüssig wieder aus. Bin auch mal gespannt, wo es stehen bleibt. Ah ja, das ist schon eine Topzeit. 31,908. Die sitzt schon vom Allerfeinsten. So, jetzt bleibt's gleich stehen bei einer 1,11 vielleicht. Ja, 1,11, 6, 6, 6. Also sogar eine interessante Zeit, die er hier rausballert. Und es geht auf die 1,28,4. Ja, White Tiger drauf. Dann gucken wir uns mal den anderen Neuzugang hier an. Oder, warte mal. White Tiger, nee, der ist unten unterwegs noch. So, genau. Bei Kaspres Kneidel. Kaspres. Bestimmt Bayern, oder? Kaspres. So, hier schön das Reinbremsen. Wie gesagt, vorhin war es eine 1,11, 6, 6, 6. Also irre Kombi da rein. Ja, jetzt 14. Das lassen wir jetzt mal da stehen. Chiki wird, glaube ich, auch nicht dahin kommen. Ja, dann bekommt unser White Tiger doch auch mal direkt ein paar ja, TV-Minuten, hä? Oder Augenblicke. Wir haben eine 13,3, also das ist schon weit von der Musik. I Black Shark 1,29,1. Übrigens, wer ihn noch unter dem ja, Justin, da kann ich jetzt nichts machen. Also,
Wie gesagt, aber es ist Altdeutsch, ist nicht nur als Ferien, chill. So, hier haben wir eine 30171. Also die Zeiten ziehen sich extrem auseinander. So, was macht Just Sign? Eigentlich immer ein chilliger Zeitgenosse, der es auch immer schafft, eine ganz gute Zeit zu fahren. Aber gegenüber was Somchai macht, ja, chillen die anderen gefühlt nur. So, was haben wir jetzt? 11, 7, 4, 5. Also, vielleicht doch heute ein super, super Racing gegen Somchai. Zumindest gegen die Zeit. War das ja innen geblieben und das hat die Führung gebracht. 23, 3, 9, 5. Übrigens heute, auch für später, fürs Video natürlich, heute mal ohne Webcam. Wie gesagt, ich bin ein bisschen gedrückt wegen dem Spiel vorhin. Ne? So, Il Donato. De Il Donato. Ach, gerade noch mal was eben gelesen, wie es so weitergeht. So. Also, Il Danator, kommt der da irgendwie nicht mal besser zurecht als die letzten Male immer? So, hier bleibt es auch stehen, meine 14,4, also es ist sehr weit zurück. Dann gehen wir mal zum Gucker. Ja, da bin ich mal gespannt, ob du dann nicht vielleicht doch auf der letzten Position noch bist. Ich bin gespannt. Du weißt auch, dass es eine Kurzquali ist, oder? Nicht komplettes Quali, ne? Also soll schon Leute gegeben haben, die das nicht wussten. Die haben dann blöd geguckt. Okay, das ist immerhin gut. Ja, allerdings in Japan lohnt sich das nicht wirklich. Es sei denn, du rechnest mit Safety Car. Also du weißt im Grunde, hier sind 12 Leute am Start. Für ein Safety Car ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr gering, dass eins kommen wird. Und wenn man dann noch mal auf Softs wechselt oder so, also da muss man schon eine ordentliche Pace fahren. So, der Gucker auf 3. Also 29,056. Fünf sieben, pardon. Was macht der Couch-Kommando? Der Couch-Kommando. Let's go. So, also Couch-Kommando auch die letzten Male immer ganz gut dabei gewesen. Um der Sieg geraced. Und jetzt geht's los fürs Couchkommando. Das ist eine 50% Renndistanz hier in der Liga. Und du bist in der RRC. Die sagt mir jetzt nix. Ich hatte nur auch mal irgendeinen. Also erinnere mich schon an die Liga, aber damit hatte ich noch keinen Kontakt. Großartig.
So, jetzt mal schauen, ob Couch-Kommando so ein bisschen das Kommando übernehmen kann. Aber ich denke mal, also er sollte sich reinfahren, Rang 3, Rang 4, so ungefähr. 12,5. Also das ist weit zurück hinter Somchai und Just Sein. Also es ist genau in dem Bereich, wo Koka und Black Shark unterwegs sind. 29,2, genau. Es ist Rang 5. Also die sind dort schon mal deutlich enger zusammen. Ja. Somchai probiert's. Oh ne, Somchai hat sich schon verbessert. Pardon. Da wollen wir jetzt gar nicht drauf. Wieder so klamm und heimlich. Na, 1,28,360. Also, das ist jetzt noch nicht die Zeit, die vielleicht optimal gewesen wäre oder die vielleicht drin ist. Sondern ich bin mal. Also, eigentlich musste da mehr kommen. Ja, genau, habe ich auch mal gelesen, auch in Facebook oder so. Bei Facebook bin ich auch noch ganz selten, weil die Anfragen, die kommen mir immer nur noch so rein. Weißt du, also bei mir. Außer für Donnerstags, da suche ich noch was. Da bin ich noch frei. Noch. So, was macht da Cookie? Pardon, der Chiki. Ich weiß, beim Chiki. Nein, Koka, es ist Kurzquali. Also, das lohnt doch gar nicht, oder? Also heute lohnt sich's wirklich nicht mit 12. Mit 14, 15 könnte man mal drüber sprechen, sich einzugrooven. Aber heute, nee. Das würde ja gar nicht lohnen. Chiki ist, glaube ich, auch nicht on fire. Also gerade hier in Japan ist das momentan so ein bisschen. Also in Japan habe ich oft den Eindruck, dass die alle so gechillt fahren und dass das gar nicht schnell ist. 13,1, also das ist für Chiki-Verhältnisse momentan schon gut. Der lebt ja im Grunde immer noch von den Anfangspunkten, die er hatte, ne? Ja, Ildanator, dann kenne ich nur eins. Üben, üben, üben. Üben, üben, üben. So, es ist Rang 7 für Chiki. Der Caspris. Gehen wir erstmal zum White Shark. Ne, White Tiger. Der gucken wir uns mal an, aber. Hatte schon. Ne, 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 ne. So, dann gehen wir rüber zu Caspris. Also, die heißt jetzt hier German Fair Play Racing League, glaube ich. Also, die gibt es ja jetzt noch nicht wirklich so lange. Ne? Es gibt halt, oder es wurde versucht mit zwei Splits, auch mit Stärkenunterteilung oder so, zu machen, während Caspres den Knödel genießt. Nee, also mir ist auch aufgefallen, also die ganzen Abkürzungen, ne, die doppeln oder dreifachen sich teilweise, also doppeln mindestens. Ne? Also da muss man mal erstmal durchblicken, wer nur mit den Abkürzungen hantiert. Also eigentlich müsste man wirklich immer nur mit dem voll ausgeschriebenen Namen und Bezeichnungen haben. Oder man müsste wirklich gucken, welche Ligen haben wir da vielleicht so ein. Ja. So ein, wie nennt man das? So ein, jetzt komme ich nicht drauf, Leute, wenn man sich was patentieren lässt. Ein Patent, genau. Patent angemeldet auf den eigenen Namen oder eigene Abkürzung, ne? Also irgendwas heißt immer mit RL, Racing League. Realistic und so weiter und so fort. Also da gibt es mehrere Bezeichnungen immer dafür, ne? So, mal schauen, was Kevin gleich in Sektor 2 raushaut. Momentan noch 30, 4. Also, wir haben wirklich momentan Klassengesellschaften, ne?
P1 und 2, dann P3, 4, 5 und 6, dann P7 und 8 und dann Rang 9 und 10, Caspres und Il Danator. Und White Shark und die man noch nicht gefahren. Besser gesagt, die chillen um meine Box. Also bei Kevin sieht es auf jeden Fall jetzt aus, als ob es da schon deutlich Verbesserungen gibt. Oder? Oder nicht? Nein, nein, nein. Oh, ja. Ja, er fährt sich irgendwie da hinten ein bisschen dazwischen. 29,6 nur. Jo, jetzt kommen wir dann quasi in die finale Phase schon. Ach so, du hast eine Quali-Sperre noch. Hast du dich jetzt nicht rechtmäßig angemeldet oder abgemeldet? Also wirklich. Okay, hier kann man das ja eh sparen. Vielleicht machst du es dann einfach so, da fährst du hinter denen her. Die da vorne lassen sich so ein bisschen abschießen und dann bist du automatisch schon mal 4 Plätze weiter vorne. So kann man es auch machen. Kein großer Verlust bei 12 Leuten. Hat White Shark auch eine Quali-Sperre oder was hat der gemacht? So, Kevin natürlich jetzt langsamer und wie gesagt, die da vorne hat Chicky Outlap ein bisschen radikal über der Outlap. So, dann geht's los. Somchai auf Outlap. Es gibt Full Action. Ah, okay. Dann das Chaos in Belgien. Belgien ist ja sowieso so ein anderes Puzzle gewesen, ne? Also, Somchai versucht seine Zeit nochmal zu unterbieten. Die 28.360. Der ist auch mit unterwegs mit Just Sign und der ist genau hinter ihm unterwegs. Also, das wird jetzt ein Feuerwerk zwischen beiden geben. Das ist langsamer. Was macht Just Sign? Der ist schneller um 1,5 Zehntel. Es wird eng. Das Rennen um die Pole Position hat begonnen. Und wer wird das jetzt für sich entscheiden? Komm, Leute, haut uns einen raus. Also kein anderer kommt für die Pole in Frage. Die beiden. Racing Bull gegen Aston Martin. So, jetzt auch hier fast 1,5 Zehntel. Ist er schneller? Just Sign haben wir leicht verpasst. Und jetzt geht's drüber. Somchai oder Just Sign? Somchai erstmal in der 28,115. Und Just Sign 28,347. Ja, Wahnsinn. So, der nächste ist jetzt der Koka. Der Koka Matthäus. Ja, nochmal 14 nach vorne. So, was macht unser Black Shark? Oder unser Black Shark jetzt? Alias 44. So, gelb hatten wir da vom McLaren, der macht da aber Platz. Noch ein bisschen Windschatten nutzt oder aus. 4 Zehntel ist er schneller, also wird er vielleicht genau in diese Zeit reinfahren von dem Matthäus. Ah, nee, am Ende doch noch sehr viel verloren und was macht. Ja, das Couch-Kommando hat sich schon vorzeitig auf die Couch gesetzt. Das ist Off-Track und damit ist die Pole an Somchai, aber nicht so dolle wie im letzten Rennen. Ja, es sind Slicks, die können ab und zu rutschen. Oh, ich liebe meine Kommentare wieder, ne? So richtig flach, ne? Einfach geil. Ja, dann viel Glück beim Rennen auf jeden Fall.
Aber das geht natürlich an alle raus. Und dass hier keiner Kleinholz fabriziert. Wir haben nur 12 Leute. Und je weniger Kleinholz wir haben, desto interessanter ist es, glaube ich, auch. Allerdings habe ich auch nichts gegen Kleinholz. Mir fehlen für heute noch ein paar Shorts. Also, meine TT-Zeitfahren oder meine TT-Setups, die sind genau so gut wie meine Renn-Setups, weil es nämlich das gleiche ist. Ich finde meine Setups geil. Die passen im Zeitfahren und auch im Rennen. Und zwar richtig gut. So, wann geht's los? Schon was gehört? Wann geht's los? Ich bin gespannt. Wie, du bist vorher noch nie Japan gefahren? Also wirklich. Oder im 25er noch nie Japan gefahren? Im 24er noch nie Japan gefahren. Ah, okay. Ich bin auch noch viele Strecken nicht gefahren. Japan allerdings schon. Oh, ich muss nächstes Mal Ungarn fahren am Mittwoch, ey. Mit meiner Sim. Da geht's nach Ungarn. Ungarn und Ungarn fahre ich nur sehr ungern. Ja. So, 21:38 geht's weiter. So, ich schalte nämlich jetzt mal kurz in meine Werbung und sage dann bis gleich. Wie gesagt, ihr könnt auch bei meinem Tippspiel mitmachen, bei Kicktipp. Die ganzen Formel-1-Rennen für die 24er-Saison könnt dann folgendes gewinnen, was ihr jetzt in der Werbung seht. Bis gleich, Leute. So, Einführungsrunde kann losgehen und ich stelle mir natürlich hier die Ordner. So, sieht gut aus. Dann schauen wir uns mal direkt die Reifensituation an. Wie schaut's aus? Also, wir haben tatsächlich 2 auf Hard, die anderen alle auf Mediums. Natürlich hier in Japan reicht ein Stop. Ein Stop. Medium Hard oder Hard Medium. Beziehungsweise, wenn du die harten fährst, hast du noch die Option, Softs zu nehmen. Deswegen überrascht mich das von White Tiger. Warum 2 Softs? Dann hättest du mit Hard fahren müssen. Mit Medium so weit fahren, das ist wahrscheinlich Mission Impossible. Ja, gehen wir also nochmal durch die Reihenfolge. Somchai, zweites Rennen, zweite Pole Position. So ist so eine gewisse Konstanz schon zu spüren. Dann Just Sign auf 2, Coker auf 3, Black Shark auf 4, White Tiger auf 5, Coach Commando auf die 6, Kevin auf 7, Chiki auf 8, Gaspress, Kneidl. Auf der 9, also den Namen finde ich auch richtig geil. Gaspress Kneidl. Ich finde es so richtig geil. Der Ildanator. Dann Dima und White Shark. Das grün-giftige Team von dem Kick sauber kickt von hinten alle aus der Bahn. So einfach geht's mal. Deswegen heißt ja auch Kick sauber. Vorne A Racing Bull. Ein Racing Bull. Ah, guckst du mal, Just Sein stellt sich so hin, dass er direkt nach außen möchte. Oh, dahinter Black Shark auch. Das ist sehr interessant. Cool, also die wollen alle direkt nach rechts. Also die linke Bahn möchte gerne die, nee, die, also jetzt von uns aus gesehen, die linke Bahn möchte in die rechte reinfahren. So, also. Es geht los, der Grand Prix von Japan beginnt. Somchai kommt gut weg, aber natürlich die anderen auch. Und die haben es natürlich enger gemacht, indem sie darüber ziehen. So. Ja, Red Bull, White Tiger probiert es schon innen. Hinten die McLarens mit dem Red Bull von, nee, mit dem Williams vom Ildanato. Wurde es mal momentan sehr, sehr eng.
Und Coco Mateus ist direkt dran, schon an Just Sign, der auch nicht so gut jetzt durch die ersten Kurven gekommen ist. Und vorne Somchai hat schon eine Sekunde Abstand. Das ist irre. Das ist Wahnsinn. So, hier auch immer eine bekannte Off-Track-Stelle, wo du runterfahren kannst. Kaspress leider wieder am Knödel verlegen auf der 12. Und wie gesagt, Somchai kommt vorne weg. Wahrscheinlich, wenn das da nach Plan läuft, ohne Safety Car, dann wird das ein einseitiges Rennen. Ja, das Sein auch wieder off-track gefahren. Und das könnte hier eine entscheidende Rolle spielen. Wenn Just Sign, der hat durchaus das ganze Tempo, wenn er das mitnehmen kann, könnte er dranbleiben. Aber bei ihm ist dann die Sache, überpaced er vielleicht, fährt er off-track, holt er sich die Strafe und dann hast du natürlich das Problem. So, bis White Tigers sind gerade alle gut zusammen. Oh, Couch Romano auch im DRS wieder. Und das DRS ist natürlich jetzt freigegeben. Wie wir es natürlich wissen, bei dem Spiel in Runde 1 bereits. Und hinten haben wir Sauber. Sauber mit White Shark schon in der Box. Das Press kommt nach vorne. Dima versucht natürlich nach ihrer OP erstmal hier ins Rollen zu kommen. Mal gucken, wie es da ist. Da geht es nur um Durchfahren und um das Rennen beenden momentan. Und dann gucken, wie ist es. Kann sie weiterfahren, konnte sie nicht. Das wird sich dann zeigen. So, der Black Shark. Jetzt aber nicht mehr immer Black Aston, Black Mercedes, sondern im traditionellen Silberpfeil. Aber das scheint momentan sehr entspannt zu laufen, natürlich. Ich hoffe nur, dass die alle Sprit mitgenommen haben ohne Ende, ne? Weil das wird noch eine große Rolle spielen, vielleicht, wenn nämlich kein Safety Car kommt, dass die hier alle genug getankt haben. Ja, ist natürlich die Frage, also junge Fahrer sind ja, also da kommt immer noch viel, ne? Das ist immer so die Sache. Also der ist noch lange, denke ich mal, nicht an seinem, was er hinterher mal fahren kann, so in ein, zwei Jahren, wenn er öfter Liga fährt. Wird interessant zu beobachten sein. Da bin ich auch mal gespannt, ob ich noch viel von ihm hören werde. Je nachdem, wo es dahin geht. Weil einigen laufe ich öfter mal über die, ja. Und was macht der Internator mit dem Chicky? Also, das ist. Aber beide haben sie keinen Flügel mehr. Die haben beide. Oh, nee, oder? Ah, das ist ja brutal. Beide Flügelschaden. Und ich glaube, die beiden sind ineinander gerasselt auch. Ja, bitter. Bitter. Beide mit Flügelschaden. Das heißt, könnte durchaus ein kleines bisschen was gehen für White Shark nach seinem Stop, dass er da rankommt. Ja, und hier halt die Vierer-Fünfer-Gruppe halt kontrolliert von Somchai gerade aus dem DRS raus. Das ist im Grunde auch alles, was reicht, ne? So, Kevin distanziert sich ein bisschen von der Couch. Kommt aber auch nicht wirklich nach vorne. Das Szene 31,5. Wo jetzt aber durchaus White Shark. Pardon, White Tiger. Also jetzt bin ich. Also Leute, hier sind mir definitiv zu viele Whites und Blacks drin. White Tiger, White Shark, Black Shark. Ja, also definitiv zu viele Haie oder Tiger, also zu viele Tiere drin. So, gibt's vielleicht jetzt mal einen Angriff von White Tiger dann, aber natürlich. Oh! Somchai hatte da wahrscheinlich einen Fehler drin.
Er wurde gecasht von Just Sign. Das kann natürlich in Japan extrem schnell passieren, dass du da wirklich mal rauskommst und dann ist auch schnell die Führung los hier. Also in Belgien war das ja von den Zeiten her, was Somchai da gefahren hat, richtig astrein. Aber hier in Japan natürlich ist das ein ganz anderes Kapitel noch, ne? Just Sign ist leider, wie wir es öfter mal wissen, ein bisschen Zeitstrafen anfällig. Oh, Somchai, da haben wir es gesehen. Mit dem Rausbeschleunigen auch noch ein Quersteher dabei gewesen. Obwohl, also ich weiß auch gar nicht mehr, wie sich das so anfühlt, so mit Fahrhilfen zu fahren. Hast du dann wirklich Quersteher oder nicht? Weil ich fahre ja jetzt schon über ein Jahr auch komplett ohne Fahrhilfen. Aber es ist natürlich dann auch immer die Frage, was haben die Leute selbst noch so an, ne? So, vorne bilden sich die zwei, das Zweiergrüppchen, Just Sign und Somchai. Und dahinter haben wir dann Black Shark, White Tiger und in der Mitte den Koka und White Tiger. Ja, der macht einen Rasenmäher und jetzt hat er wahrscheinlich das Problem, vorne ranzukommen. Das heißt, die Reifen müssen jetzt ganz schnell wieder trocken oder ja, sauber gefahren werden. Er muss hoffen, dass die beiden sich da vielleicht mal ein bisschen duellieren, ne? Oder ob Koka sich das so ein bisschen anschaut. Und Somchai scheint Probleme zu haben. Also es sieht jetzt nicht aus, als ob das Auto irgendwie beschädigt ist, natürlich. Aber ein paar Probleme, glaube ich, hat er. Der Koka hat natürlich hinten immer noch ein bisschen Lust. Der White Tiger, der holt da schon etwas auf an Zeit. 2 Zehntel, 3 Zehntel sind es tatsächlich schon nach seinem Ausritt seit Sektor 1 gewesen. Und jetzt geht's vorne tatsächlich für Koka auf die 3 am Black Shark vorbei. Ja, die erste Zeitstrafe haben wir natürlich auch, die geht diesmal an Chiki. Also seit dem Anfang in der Saison, da lief es richtig gut für Chiki. Aber mittlerweile, ja, gehen ihm die Punkte so ein bisschen aus, die er da Vorsprung hat. So, White Tiger ist übrigens wieder dran im DRS. Das sieht mir nach automatischem Schalten aus. So, Black Shark probiert es auf jeden Fall. Also, ich muss mich immer noch an den Namen gewöhnen. Black Shark alias 44. So, jetzt ist er erstmal wieder vorbei. Der Black Shark da vorne am Koka. Oh, jetzt wieder ein Quersteher. Und vorne hat sich das natürlich schon wieder revidiert, jetzt, dass Somchai die Spitze übernommen hat. Ich dachte erstmal obligatorisch, aber der macht jetzt richtig Feuer. Just Sign schon aus dem Fenster rausgefahren vom DRS. ,5 Sekunden jetzt schon, seitdem er da vorbei ist. Also da muss es auch bei Just Sign ein enormes Problem geben jetzt, weswegen er nicht schneller kann.
So, vorne jetzt der White Tiger vorbei. Er hat sich den Coca Matthäus geschnallt. Geschnallt. Gecached. Vielleicht gibt es da wieder ebenfalls einen Angriff. Switchbacken, nö. Also der White Tiger hat da enormen Zug drauf, wenn das DRS da hochgeht. So, Couch-Kommando kommt da nicht dran. Also momentan ist so ein bisschen so einschläferndes Fahrverhalten. Jetzt könnte vielleicht Couch gleich mal gegen Kevin. Oh, das macht er jetzt gut. Erwischt einen sehr guten Winkel, durch die Kurve durchzufahren, wo Kevin da Probleme hatte. Aber jetzt anzugreifen wird für die Couch wahrscheinlich nicht gehen. Da landen beide gleich im Kies. Ah, jetzt hat er es nicht so gut gemacht wie Kevin. Also da war jetzt das Einfahren hier nicht so optimal. So, jetzt aber der Move vom Couch-Kommando. Jetzt vorbei. Also noch nicht auf der Couch chillen. Dafür ja, ist noch zu lange zu fahren. Moin Sören, boah Mann. Schön, dass du vorbeischaust. Oh, Black Shark mit Problemen. Und Fastpress 10 Sekunden Rasen in der Boxengasse, okay. Aber das ist jetzt bitter für Black Shark, dass er da so arge Probleme hat. Brutal. Aber Just Sein, der hat sich so wieder so ein bisschen gefunden. Ne? Also ich weiß nicht, was das soll. Es ist gerade ein bisschen komisch, wenn man sich das hier mal, dass man, ja, ich weiß nicht. So, wir haben hinten eine Gelb. Das ist ein McLaren. Das ist Chicky. Oh, Chicky. Wie gesagt, arge Probleme. Fastpress verliert den Platz an White Shark. Oh, meine Güte. So, und jetzt. Also, ich finde das irgendwie lustig, so ein bisschen. Auch wenn noch nicht so wirklich was passiert ist. Also, erst Just Sign, eine Sekunde weg. Dann Somchai, eine Sekunde weg. Jetzt wieder Just Sign zu weit zurück gewesen und jetzt ist er wieder dran. Also das ist einfach Wahnsinn. Ja, Couch-Kommando setze ich jetzt auch von Kevin ab. Der Kevin fliegt gleich aus der Sekunde raus, wenn er nicht aufpasst. Aber es geht super flüssig hier vonstatten mit dem Rennen. Und Black Shark hatte natürlich mittlerweile auch die neuen Reifen drauf, die Mediums wieder. Also er hat es jetzt im Grunde so gemacht. Hatte er die harten drauf? Ich glaube, Black Shark hatte nicht die harten drauf. Das waren andere. Er hatte auch die Mediums drauf. Also Medium, Medium. Also es wird nochmal auf Softs hinterher gehen. So, was macht der Coker jetzt gegen White Tiger oder gegen den Mr. White Tiger?
Also noch kein Angriff. Und jetzt sehen wir wieder Just Sign eine Sekunde weg. Also das wird sich gleich wahrscheinlich wieder im Minutentakt ändern können, ne? Will er natürlich noch nichts verschreien, aber das ändert sich wirklich recht schnell hier. Wir haben nicht viel los. Das meiste ist so munteres Hinterherfahren, ne? Also eigentlich macht nur Black Shark momentan einen Zeitfahren gegen sich selbst. Aber wie gesagt, der muss hinterher nochmal auf Softs drauf. Und hat natürlich jetzt wegen dem einen Fehler, was da war, ja, nochmal schnell Reifen gewechselt und hofft vielleicht, dass er hinterher auf Softs gehen kann. Ja, Il Danator gegen Dima. Oh, der Il Danator kommt sehr weit raus. Kann Dima hier mal einen Angriff setzen? Die natürlich mit einem Handicap unterwegs. In Gips stelle ich mir schwierig vor, wie man dann fahren kann. Aber es scheint zu gehen. Jetzt haben wir vorne einen Boxenstopp erstmal von Mr. White Tiger. Das ist ein Undercut. Er wird natürlich jetzt vorgeburcht gegen Nkoka hier. Bin ich mal gespannt, wo es hingeht. Und Just Sign ist wieder 15, hat er aufgeholt. Also da tut sie auch eine Menge. Oh. Oh. Gut, dass niemand da nochmal reagiert hat. Also sehr interessant. Ich gehe tatsächlich nochmal rein. Genau. Dima lässt jetzt ein bisschen mehr Abstand. Weil ich glaube, gleich ist ihr Il Danator könnte fällig sein. Es war leider sehr verkantet reingefahren in die erste Kurve. Also da muss man später bremsen und dann Full Speed irgendwie da durchziehen. Aber natürlich. Er wird ihr nicht davonziehen können gerade. Wie gesagt, der hat auch eine Strafe dabei und hat ein kaputtes Auto. Und vorne sehen wir wieder 6 Zehntel verloren von Just Sign. Also das geht da immer richtig auf und ab. Oh, Ausritt, Ausritt, Ausritt und Dima ist innen. Und war vorbei. War safe vorbei. Und was für ein Drift von Dima da vorne. Irre. So, Just Sign Undercut. Undercut von Just Sign gegen Somchai. Das heißt, im Grunde könnte Somchai jetzt auch reinfahren. Koka dahinter auch in der Box. Natürlich. Also man muss jetzt direkt auf den Undercut reagieren. Also da kann man nicht warten. Da muss schon mitgehen. Und bei ihm wird der Flügel nicht gewechselt, wie das ausgesehen hat. Oder? Nee, eigentlich? Oder war das nicht beschädigt? Nee, nee, doch nicht. Also nicht beschädigt. So, und Koka bleibt minimal vor Black und White Tiger. Oh mein Gott. Aber von Black Shark ist es aufgegangen erstmal. Er ist wieder in der gleichen Gruppe. Mit diesem vorherigen Undercut, den er gemacht hat. So, Dima auch vorbei jetzt an Chiki, der mal in der Box ist und auch den Flügel jetzt erneuert. Il Danator in der Box. Hier gibt es aber keinen neuen Flügel. So, und hier innen vorbei. Der Black Shark wird das gleich auch ein bisschen rasseln. Also, das hat natürlich Potenzial. Oh, Black Shark, jetzt die Zeitstrafe kassiert. Mehrere Verwarnungen. Also, er ist der einzigste der vorderen Gruppe, die verwarnt sind. Jetzt mit dieser, oder was heißt verwarnt? Natürlich im Grunde schon eine bittere Pille schlucken konnte mit den 3 Sekunden. So, Somchai in der Box. Couchkommando nach vorne. Was macht Just Sign? Wo kommt der raus? Wo kommt der raus? Wird das geklappt haben? Nein, das wird nicht geklappt haben, aber es ist ein ähnlicher Bereich. Jetzt ist es natürlich so, dass die Sektor 1, da kann Just Sign eventuell nochmal gut ranfahren. Weil die Reifen natürlich von Somchai noch ein bisschen brauchen. Und das ist in Japan ist das ein Problem. Deswegen hast du durch einen Undercut
im Grunde, wenn der nur, ja, eine Runde ist, hast du keine Chance, da wirklich, ja, ranzukommen. 1,9 Sekunden, ne? Das sieht momentan so aus, als ob Somchai die Reifen sogar besser zum Laufen bekommt, als es bei Just Sign der Fall ist. Ja. Und die interessanteste Gruppe jetzt: Black Shark, Wild Tiger und Koka Matthäus. Doch hier auch leicht draußen gewesen. Und White Tiger kann gleich auf Start und Ziel. Oh, jetzt schon. Oh, das war wirklich hauchdünn. Hauchdünn von Black Shark. Also irre, dass er das so aufs Eisen tritt und dann Koka auch vorbeigeht. Das war dünn. Zum Glück hatte Koka da auch sehr gut reagiert. Wären sie alle kaputt gewesen. Die werden jetzt einige Spaß machen. Und vorne sehen wir wirklich ein arges Problem von Just Sign. Also, der hat wirklich ein enormes Problem. 2 oder 3 Sekunden jetzt schon hat er Rückstand hinter Somchai. Und ich weiß nicht, ob das wirklich an diesen Reifen liegt. Also es kann wirklich sein. Das ist natürlich auch immer Setup-hängig, ne? Setup-abhängig, wenn du mit einem Reifensatz nicht klarkommst, ne? Das eine Setup macht natürlich die Temperaturen aus. Wie schnell du die ins Fenster bekommst oder halt wie schnell nicht, ne? So, Ildanator muss sich verselbstständigen, der muss weg da. Das hat natürlich Somchai den Vorteil vom DRS. Und ist dann jetzt vorbei. So, und hier wird weiter sich duelliert. Also in einem wirklich spannenden, packenden Duell zwischen White Tiger, Matthäus und auch Black Shark. Aber der kann sich das immer von hinten angucken. Der muss sie oder kann sich natürlich ziehen lassen, damit er dann hinter P6 safe hat. So, Black Shark verliert an Boden jetzt auf White Tiger und Matthäus. Die mal in der Box hinten. So, Somchai, Bestzeit. Bestzeit, Couchkommando in der Box. Wo kommt er raus am Ende? Hinter White Tiger, ja. Auch Black Shark in der Box. Jetzt gibt es die Soften. Jetzt gibt es die Softreifen für Black Shark. Also, wie gesagt, da gibt es natürlich wahrscheinlich kein Safety Car jetzt heute. Wo ich natürlich auch sehr dankbar bin, dass es läuft. Am Ende jetzt Rang 7, Couchkommando auf 5, also für beide Red Bulls sieht's gut aus.
So, damit haben wir im Grunde nur noch ein Duell. Jetzt haben wir natürlich keine vier Leute mehr, die sich oder drei Leute, die sich um gewisse Platzierungen kloppen können, sondern im Grunde sind es nur Coca Matthäus und White Tiger, die hier um ja, Platz 3 fahren, also auch quasi nur um die goldene Ananas noch. So, guck mal. Also, wir könnten auch mal wirklich in der Onboard schauen, wie geschmeidig die hier durchkommen oder nicht. Weil Japan ist halt eine Strecke, wo du wirklich im Flow sein musst, wo du die Kurven gut treffen musst. Das war nicht so optimal. Da kannst du richtig nah ran ans Curb. Das hier war dafür gut. Übers Curb, Bremspunkt spät gewählt. Jetzt auch früh auf dem Gas gegenüber White Tiger. Jetzt mal gucken, ob der Angriff kommen kann von Coca. Il Danator kassiert weiter die nächste Zeitstrafe. 3 Sekunden. Das sind 4 Zehntel auf seine Bestzeit Rückstand gehabt. Und jetzt geht der da vorbei. Gut, und auch White Tiger steckt natürlich erst zurück. Das ist natürlich auch clever, dann da nicht reinzuhalten, denn es sind natürlich noch ein paar Runden. Also jetzt irgendwas Wahnsinniges zu tun, das wäre natürlich nicht. Aber was anderes können wir momentan auch nicht sehen. Vorne sehen wir halt, also Somchai distanziert den Just Sign deutlich jetzt. Also nach dem Stop sind das jetzt 4,5 Sekunden draufgekommen. Dann halt, wie gesagt, also Coca, ne super Fahrt aktuell auf 3. Dann White Tiger auf 4, ebenfalls stark fürs erste Rennen, was er mitfährt hier. Dann Couchkommando auf 5, sehr solide im Grunde. Dann Kevin auf 6. Kevin auf 6, dann Black Shark, Chicky, Caspres, Dima und Couchkommando fährt Bestzeit. So, Dima beißt sich fest an Caspres, da haben wir wenigstens mal ein nächstes Duell. Jetzt innen rein, weil Caspres sich verbremst. Super Manöver. Dima auf 9. Chiki leider wieder dabei mit der Zeitstrafe. Leider drückt das natürlich immer auch ein bisschen auf die Moral, wenn man sieht, ach Junge, es passt, es läuft im Moment echt nicht mehr. Es ist Katastrophe momentan. Gelb hier am Start, weil leider Black Shark arge Probleme hat. So, Caspres in der Box. Damit kommt auch White Shark vor in die Top 10. Also beide Saubers sind so leicht und langsam auf dem Vormarsch.
Und vielleicht geht ja sogar noch was in Hinsicht für Dima Richtung Platz 8, aber da müsste schon noch eine Zeitstrafe von Chiki kommen. So, Dima lässt Somchai jetzt natürlich vorbei. Alles nochmal. Oh, da hat er die Zeitstrafe. Somchai mit Zeitstrafe, aber diesmal komplett natürlich ohne Auswirkung. Damit insgesamt von 12 nur 4 Leute mit Zeitstrafen bisher. Davon hat es allerdings 2 Leute zweimal erwischt, mit dem Ildanator und mit Chiki. Ja, und Just Sign, also es ist echt tragisch, dass er jetzt auf diesen harten Reifen alles an Zeit verliert. Das ist Wahnsinn. Da muss ich hinterher mal fragen im Interview dann, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Also, dass er so viel Zeit auf P1 verliert, das ist Wahnsinn. So, Chiki und also spart was, hä? Was macht Black Shark dort? Das ist ja Wahnsinn. 10 Sekunden Strafe, okay. 10 Sekunden Strafe und jetzt ist er vor White Shark. Interessant. Ja, lassen wir es so stehen. Er weiß, was er tut. Das wissen nicht viele, aber er weiß es. Ja, White Tiger, kann der noch mal irgendwie etwas gegen Koka ausrichten? Also Koka haut jetzt schon ordentlich aufs Gaspedal drauf, ne? Das ist momentan nämlich echt eine extrem gute Pace. Jetzt ist er fast eine Sekunde weg. So, jetzt ist er dran und probiert es außen. Und auch Koka steckt natürlich hier zurück und geht nicht Reifen an Reifen durch diesen Sektor. Und jetzt ist natürlich Koka gefordert, dass er da nichts verliert. Also es ist natürlich interessant, jetzt mit anzuschauen, was da überhaupt noch geht. Wir haben natürlich das Duell hier noch Koka gegen White Tiger. Dann haben wir allerdings, dann haben wir noch ein Duell dahinter jetzt Couch Kommando. Oh! Cut. Hat Couch Kommando hat kein Benzin mehr, oder? Das gibt's nicht. Couch-Kommando hat kein Benzin mehr und das 3 Runden vor Ende. Wie, was hat denn er gemacht? So. Und jetzt ist Koka wieder vorbei an White Tiger. Und.
Was ist bei Couchkommando? Der hat kein Benzin mehr. Wie kann man denn bei so wenig Leuten kein... Ach, Leute. Es kommt doch kein 10... 5 Mal Safety Car, wenn nur 12 mitfahren. Was hat er denn gemacht? Das kannst du nicht mit anschauen. Okay, ich geh weg. So, rüber in unser einziges Duell. Coca gegen White Tiger. Die duellieren sich auch noch schön. Auf der 3 und 4. Ja, jetzt wird es gleich wieder den Angriff geben von White Tiger. So. Kevin auch nochmal in die Box. Das heißt, Kevin fährt es quasi, ja, also Kevin geht nochmal auf die schnelle Runde. So, Kevin nochmal probiert es auf schnelle Runde und Couchkommando kann wieder fahren? Was ist denn da los gewesen? Hat er jetzt so viel Sprit gespart in dieser einen Runde, dass er durchfahren kann? Also das überrascht mich jetzt sehr. Auf jeden Fall, wie gesagt, Kevin nochmal auf der Hotlap gleich vielleicht unterwegs. Richtung schnellste Rennrunde nochmal. Und die beiden hier, das ist momentan so ein Katz-und-Maus-Spiel. Wer macht was, ne? Also es wird gleich drauf ankommen. Wir haben im Grunde jetzt nur noch 2 Runden zu fahren. So oft kommen wir jetzt nicht mehr über Start und Ziel. So, Kevin ist erstmal hinten jetzt vorbei. Relativ einfach. Und jetzt White Tiger geht er vorbei. Ich würde es nicht machen. Genau. Genau. Also er macht das Richtige. Aus meiner Sicht. Er bleibt dahinter. Ich schalte jetzt extra nicht auf ERS oder so, dass ihr das sehen könnt auf die Telemetrie. Es interessiert mich eh nicht. Entweder er kommt vorbei oder nicht. Wie wer wie viel hat, interessiert mich einfach nicht. So, wir haben Gelb. Wieder unterwegs, diesmal allerdings a Ferrari, nämlich Gaspress in der Box. So, Coca verliert auch zurück. Coca hat auch keinen Sprit mehr, oder? Ja. Das sieht mir auch nach wenig Sprit aus. Also, Couch muss sparen. Coca muss sparen. Es ist Wahnsinn. Ja, Somchai macht schon erst rein. Muss man sagen. Also, zweites Rennen. Das war das Sieg. Aber mit den Mediums ist Somchai nicht unbedingt klargekommen, glaube ich. Oder halt umgekehrt nicht. Also, Just Sign war mit Somchai auf einem Niveau bis die Boxenstops auf die Harten gekommen sind, ne? So, damit sind wir auf der letzten Runde. Auf der letzten Runde von dem Japan Grand Prix. Letztes Mal durch die langgezogene Kurve hier. Die anderen brauchen natürlich noch ein bisschen. Ja. Da hat Just Sign sogar den Black Shark über
überholt. Ich wollte schon sagen, überrollt. Im Grunde überrollt. So, jetzt aber Somcha mit dem zweiten Sieg in der Liga. Das sieht wirklich entspannt aus, wieder der Sieg. Trotz der 3 Sekunden Zeitstrafe, er ist so schnell, dass es momentan kompensieren kann. Das war schon klasse Leistung wieder mit dem Sieg. Und Just Sign holt am Ende P2 ohne Zeitstrafe heute. Oh, vorne dran kommt Wahnsinn. Dann White Tiger. White Tiger auf 3, er schlägt Coco Matthäus, dann Kevin auf 5. Fünf platzierte Bronno ein bisschen, bis er rüber ist. Chicky, DNF, Chicky. Chicky, hä? Chicky hat die Session verlassen und ist DNF. Also was ist das? Chicky geht doch nicht einfach... Wahrscheinlich Disconnect und dann direkt DNF oder was? Ah, das ist so scheiße, nicht? Aber alle anderen sind abgewunken, das heißt, es macht am Rennergebnis nichts für Chicky. Also ehrlich gesagt, ich würde das werten, weil das... Also was da jetzt ist, weiß ich nicht, was da passiert ist. So, ein Couch-Kommando leider auch, indem er viel Sprit sparen musste. Zurückgefallen jetzt auf die 6. Position und auch vor allem der Zeitabstand ist gigantisch groß gewesen. Ja, und der letzte, den wir noch über die Linie haben müssen, das ist Kaspress. Ist der, macht er. Sah auf jeden Fall stylisch aus. Also, einmal Pirouette mit Kaspress Knödel. Kneidel. Was heißt eigentlich Kneidel? Ich wette, das heißt Knödel. Kaspress Knödel. Kneidel. Ja, alle sind natürlich durch, aber er muss noch über die Linie. Hat sich heute leider auch schwer getan. Zwischenzeitlich sah es mal ganz gut aus, aber ja. Am Ende steht nur ein 12. Platz fürs Ferrari-Team heute zu Buche. So, damit sind wir hier natürlich fertig. Couch-Kommando wird Fahrer des Tages. Ja, mit enorm Spritsparen dann noch, ne? Ja, it is, wie it is. So, also, wir haben natürlich nochmal einen Blick drauf. Somchai, Just Sign, White Tiger auf dem Podest. Dann dahinter Coca, Kevin, Couch. Dann White Shark, Chiki, Black Shark, Dima, Il Donato. So, also rein ins Interview und dann mal schauen, was die Leute so zu sagen haben. Das ist natürlich auch immer sehr interessant.
Servus. Im Moment warten wir natürlich noch, bis Just Sign den Weg gefunden hat. Doch, ich habe Stress. So, moin, da bist du ja. Dann legen wir direkt los. Warte mal. Red Bull. Ja, White Tiger, dein erster Grand Prix, du hast ja schon gesagt, bist die Strecke gar nicht oft gefahren. Fünf Runden hier vorher, wahrscheinlich mal irgendwie so ein Setup da genommen, kurz minimal angepasst vielleicht und dann jetzt ins Rennen gestartet, ja. Da ich dich natürlich nicht kenne, überlasse ich dir natürlich erstmal das Reden so bei Haus. Wie hast du so das Rennen empfunden? Es war halt nur so ein, also quasi das interessanteste Duell überhaupt, ne? Also vorne hat sich hinter nichts mehr ergeben, weil Somchai und Just Sein eigenes Rennen gefahren sind. Und dann bei dir, Koka, du, Couch-Kommando waren wir mit dabei, dann Black Shark und ja. Aber erzähl mal, wie war dein Rennen? Ja, sag mal so, wie gesagt, du hast es schon erwähnt, kaum auf der Strecke geübt, dadurch komplett ins kalte Wasser eigentlich gegangen. Kein richtiges Rennsetup, das habe ich auch gemerkt im Rennen dann, weil ich einfach die Pace nicht gehen konnte. In Quali konnte ich auch nicht die Pace hinlegen, die was ich eigentlich hatte. Die 1:28:1 oder 1:28:2, was im Quali war, die hätte ich eigentlich mitgehen können. Das habe ich vorhin im Test gemerkt, aber ich habe es einfach nicht auf die Straße gekriegt. Und ja, im Rennen mit Koka, das war halt recht funny. War ein spannendes Duell, muss ich sagen. Er ist auch sehr fair gefahren, aber ich habe es dann einfach so gemacht, einfach hinter ihm bleiben, ihn nervös machen. Dann hat er, ich glaube, in Runde 25 oder 26 den Fehler gemacht unter der Brücke, dass er sich rechts reingedreht hat. Und ja. Die Chance habe ich genutzt und dann war eigentlich nur mein Ziel, so schnell wie möglich Zeit aufbauen, und weil P1 und P2 waren schon auf und davon mit 8 und 18 Sekunden. Also ja, sicher einfahren halt. Ja, dann heißt nächstes Mal mehr Zeit nehmen, wa? Und dann geht's weiter. Ja, wenn ich Zeit finde. Es ist halt bei diesem Spiel einfach, also ich bin ja kompletter Sim-Fahrer auch, und wenn ich mir da mein richtiges Setup nicht zusammenbastel selbst, dann endet das im Fiasko mit einer Runde Rückstand, ne? Ich sage einmal so, ich weiß ja nicht, wie viele hier Controller oder Lenkrad fahren. Ich fahre ja doch mit Controller, und der Teil hier ist ein bisschen tricky mit den Rennsetups, finde ich, für das, dass du da richtiges Rennsetup am Controller erstellen kannst. Vielleicht läuft es am Lenkrad leichter, ich weiß es eben nicht. Also ich Und habe mitbekommen, dass vor allem die Lenkradfahrer meckern. Dass es für die Controllerfahrer einfacher ist, weil ich fahre auch Controller und fahre auf Sim. Ne? Und alle fragen sich, wie kannst du Sim fahren im Cockpit und fährst Controller? Ne? Also. ich bin es ja im 23er auch gefahren. Also da bin ich auch komplett auf Sim-Einstellung gefahren, alles ausgehabt und Cockpit-Ansicht und Controller und war auch verdammt schnell, aber in dem Teil irgendwie, ich krieg das nicht auf die Straße, was ich wirklich im TT fahre, und das kotzt mich halt selber an. Ich muss da rausfinden, was ich da ändern muss oder umbauen muss. Aber ja, die zwei P1 und P2 waren einfach deutlich schneller, und was soll man machen? Ja, das sind ja auch keine Nobodies mehr. Gut, dann springen wir rüber. Just Sign. Da interessiert mich natürlich vor allem, also es war so ein unaufgeregtes Rennen, ne? Quali P2, also da wäre vielleicht mehr drin gewesen, ne? Warst, glaube ich, gut unterwegs in Sektor 1 bei der Quali dann nochmal, Sektor 2 glaube ich auch noch, aber dann hast du hinterher hinten raus noch was verloren. So dass es dann nicht gereicht hat für die Pole. Und im Rennen quasi war das bis zum Boxenstopp, wo es auf die harten Reifen ging,
eigentlich ein ganz gutes Rennen, wo du dich nicht beklagen kannst. Und dann auf einmal, wo die Harten kamen und du direkt gesehen hast, ja, jetzt ist Somchai da 1,5 Sekunden vorne. Und dann hast du wirklich pro Runde 5, 6 Zehntel jedes Mal verloren. Und das hat sich natürlich hinterher so aufsummiert, dass das, ja, da ging ja gar nichts mehr hinterher auf den harten Reifen, ne? Ja, gebe ich dir recht. Auf den harten Reifen war eine Katastrophe bei mir. Somchai war aber auch wirklich schnell unterwegs auf den harten. Auf dem Medium konnte ich ja relativ gut mithalten. Ja, ich bin die ersten drei Runden auf hart gar nicht klargekommen. Das Auto ist so schwammig gefahren. Ich hatte da eher Angst, dass ich das komplett in die Wand setze. Bin dann lieber auf Nummer sicher gegangen. Irgendwann ging's dann. Ja, aber da war Somchai schon so weit weg. Ja, dann habe ich mich eher auf P2 konzentriert. In Japan ist natürlich, du hast schnell die letzten Fahrzeuge wieder vor dir. Musst du auch immer ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht in die Quere kommt. Ja, zur Quali. Meine schnelle Runde, die habe ich leider in der Doppel-Links-Kurve. Ich glaube, im zweiten Sektor ist das. Ja, weggeworfen. Da hatte ich einen leichten Quersteher. Aber sonst bin ich relativ zufrieden und auf jeden Fall Glückwunsch an P1. Jo, dann gehen wir da auch direkt hin. Racing Bull, besser gesagt Visa Cash App. Ja, also ich muss sagen, Somchai von der Quali, da war es auch relativ, also da wäre, glaube ich, auch mehr gegangen, aber ich glaube, auch du hattest in deiner letzten Runde ein bisschen mehr verloren noch, als ja, du überhaupt Vorsprung hattest. Und im Rennen im Grunde, also es war ja wirklich identisch, ne? Außer dass du vielleicht auf den Mediums nicht so klar gekommen bist wie auf den harten. Hast du dafür dann hinterher auch einen bestimmten Grund, wieso das so war? Also wieso du auf den Mediums nicht so fahren konntest wie auf den harten? Weil das war schon ein enormer Leistungsunterschied zu Just Sign. Hallo, hört man mich? Hört mich gut. Ja, man hört dich. Auf jeden Fall, ja, das Rennwochenende war, fand ich schon ein bisschen schwierig, also viel schwieriger als das letzte. Belgien, das war echt viel entspannter. Aber ich wusste auch schon im Quali, dass es heute schon viel schwieriger wird. Mit den kleinen Abständen da. Und ja, ich hatte auch auf den Mediums richtig Probleme. Ich kam da nicht aufs Auto klar und ich musste mich erstmal dran gewöhnen. Aber auf zweiten Stint kam ich dann wieder gut klar. Konnte das Auto dann gut wieder auf der Strecke halten, weil ich bin noch auf den Mediums ein paar Mal schon auf den Curbs weggerutscht. Und ja, aber GG an Just Sign, das wäre echt gut gemacht. Aber das war wirklich wieder... Also ich habe im Grunde nur so eine Erklärung, dass es wirklich am Setup liegen kann, auch dass dann einige Reifen dann setup-technisch halt nicht so funktionieren. Vielleicht war das Setup halt bei dir bei den Mediums irgendwie scheiße und bei Just Sign auf den Harten irgendwie scheiße. Das würde es dann vielleicht erklären. Und das erklärt im Grunde für mich dann auch diesen Abstand, der dann ja auch in Belgien quasi zu dir war. Also dass er dann am Ende genauso... Da war dieser Abstand. Also im Grunde, die Konstanz hast du jetzt auf jeden Fall bestätigt. Ja, und dann bin ich natürlich gespannt, wie es da weitergeht. Also ein Triple, weiß ich nicht, wann ich das... Ja doch, der Arthur Andretti in der GRL bei mir. Der hat 3 Rennen in Folge gewonnen. Aber der darf jetzt auch in der einen Liga nicht mehr fahren. Da bin ich bei dir schon, dass du hier noch ein paar Rennen mitfahren darfst. Auch wenn du so super schnell bist. Ja. Auf jeden Fall. So, also, dann würde ich sagen, Leute, GG, genießt den Rest vom Fußballspiel Portugal-Frankreich. Vielleicht geht es auch noch in die Verlängerung, was mit Deutschland heute passiert ist. Mit dem Elfmeter ist ja weit bekannt schon, was dann nicht passiert ist zum Beispiel. Ja, deswegen verabschiede ich mich auch und ja, wir sehen uns und hören uns dann nächsten Freitag wieder. Oder natürlich, wer mir und möchte wieder am morgigen Tag bei der GRL. Also haut rein und bis denn. Ciao, ciao. Viel Spaß euch noch. Auch so. Ihr könnt jetzt auch eine Tasse oder eine Cap von mir kaufen und würde mich freuen, wenn ihr euch melden würdet. Also vielen Dank natürlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.